Yo Leute, was geht? Willkommen zu neuen Daily Vlog. Und ja, wie geht's euch? Hoffentlich alles cool. Ich bin gerade ein bisschen leicht verschlafen. Hab nur 4 Stunden gepennt. Und bin gerade mit meinem Kumpel Christoph gerade unterwegs, weil er dreht heute ein Musikvideo. Und ich werde irgendeinen Rage Asian Boy spielen, der seine Freundin oder andersrum anschreien wird. Und ja, bin mal gespannt, wie das wird. Und da kommt mein Gegenpart. Hi. Ich bin der Steve. Mi ciao. Oh, ja, ich hab's nicht gut. Hast du was dagegen, wenn ich dich filme? Weil ich mache jeden Tag so Tagebuchvideo oder so. Nö. Okay, das ist die liebe Ciao. Hallo. Jo, dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao. Jo, da sind wir wieder. Und ja, ich habe jetzt gehört, dass die Ciao den Furen kennt, den anderen Schlitzaugen von Breakout TV. Was für Zufälle, wie klein die Welt ist und so. Jetzt fahren wir nach Karlsfeld. Und hast du eine Ahnung, was wir machen? Schreiben wir uns an oder was ist das? Ich kann mir gerade so nicht vorstellen, wie wir uns streiten. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass ich dir eine Faust gibt. Ich habe Hunger, ich bin in schlechter Laune. Ach du Scheiße. Jo, dann sehen wir uns gleich wieder in diesem geilen Studio von Christoph und. Ja, bis gleich. Ja. Geht uns irgendwas aus. Er lässt die Socken immer liegen und sie wäscht dich ab, okay? Das sind eure Streitthemen. Okay. Damit sie irgendwas habt, ja? Du legst über seine Socken auf und du legst über den Abwasch auf. So, du holst nie auf! Lass immer deine Sachen da rumliegen! Was soll ich da machen, ne? Scheiße. Okay, nochmal. Du musst jetzt nicht feststehen. Versuch halt nicht runterzufallen. Versuch nicht runterzufallen, aber du kannst jetzt ein bisschen so, weißt du, dich aufregen. Ja, aber ein bisschen weggehen, ne? Ihr müsst nicht so darstellen wie angewurzelt, okay? Ich bin mit dir zusammen, weil du kochen kannst. Darum, ey, hallo. Ja, weil du nicht essen kannst. Jo, wir sind noch beim Drehen und es war jetzt noch gerade voll anstrengend, weil wir jetzt gerade die Szene mit der Streitszene hinter uns haben. Mein Hals tut ein bisschen jetzt voll weh. Weiß nicht, sie hat sich voll erschreckt, wo ich dann ein bisschen Gas gegeben habe. Und jetzt müssen wir uns versöhnen und uns lieb haben und ja. Streitthema war die Suppe. Die ist salzig gewesen. Ich bin so anspruchsvoll und so sieht das Studio aus. So richtig. Oh, ich bin überbelichtet. Der liebe Lucky, halt der Christoph heißt Lucky, mein Spitzname. Er ist kurz raus und dann drehen wir weiter, oder? Ja. Ich sag mal so, ich bin immer der Typ vor der Kamera, der immer so. Und sie musste auch ein bisschen abkacken. Ja. Ja, weil ich mir auch dann denke, ey, was für Streitthemen. Weil, um ehrlich zu sein, habe ich mich auch noch nie gestritten bezüglich irgendwie, hey, du hast mit einem Fremdgetanz oder irgendwas. Das ist kein, ja, ich weiß nicht. Ich sehe es immer vom Fernsehen, dass die sich wegen sowas streiten. Weil ich mir denke, was kann man auch normal reden, ohne jemanden anzuschreien. Schreibt mir in den Kommentaren, was sind so für euch eure Streitthemen? Würde ich gerne mal so ungefähr mal wissen. Und jetzt warten wir noch auf Lucky und, oh, hier ist wirklich heiß. Aber die Lampe ist geil. Die ist wirklich geil. Sowas hätte ich auch gerne für ein Studio. Bis gleich. Ha. Na, scheiße, die Leute. Bravo, Hund. Das ist ein Leckerli. Du bist ein Leckerli. Alter. Drehst du einfach um. Du musst ja nicht irgendwie Robert reden, sondern einfach ganz zart. Ja, und sie merkt von selber, okay, du willst dich entschuldigen, wo ist das hin? Drehst dich zu ihm. Und dann gehst du auf sie zu. Jetzt nicht so. Sondern vielleicht gehst du irgendwie hin und zurück. Irgendwie so, ja. Und dann. Jo, wir sind fertig. Und ja, diese komische, lustige Streich-mir-die-Haaren-Szene war sehr, ich sag mal so, ich hab sie versehentlich irgendwie so angefasst, so, keine Ahnung, ich hab's automatisch so. Guti. Ja, und der Lucky so, hey, die ist kein Hamster. Das ist gut gemacht. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich bin immer so ein Mensch, der irgendwie, wenn ich so jemanden hab, der einen Kopf kleiner ist, als dieses Mal immer so. Aber stand ich schon auf einer Kiste drauf. Ja. Ja, nee, wie gesagt, es ist jetzt machen sie es jetzt weiter. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie das Endeck aussieht. Das waren schon ernste Themen, wo ich mir sage, habe ich es jetzt zum ersten Mal so richtig gemacht, weil es ist schwierig zu streiten und auf Kommando. Ich musste mir gerade voll mir andere Personen vorstellen, dass ich dann anfange zu streiten. Das ist ein Asi-Typ. Ja, nee, ich musste mir gerade wirklich überlegen, wie ich vor mir habe. Ab und zu habe ich meinen Bruder vor mir gehabt. Hey. Ja, mit meinem Bruder streite ich immer. Ja, ist immer auch schwer. Und ich weiß nicht, was du gedacht hast. Wie ich mir mit meinem Freund streite. Streitet ihr euch auch so heftig? Nee, überhaupt nicht. Deswegen muss ich es ein bisschen extremer machen. Ja, heutzutage diskutiert man ja eher als zu streiten. Weil wenn zu streiten, so sich zu angrüllen, da muss ja wirklich was
schief gegangen sein. Aber so, wie gesagt, ich bin mal gespannt, es wird für ein Musikvideo sein von einer Sängerin aus Ulm. Ich bin mal gespannt, ich gucke auch auf YouTube und bin wirklich auch gespannt, wie es so ankommt. Ich werde es auch teilen, sozusagen, ihr werdet es auch sehen, wie ich sozusagen sie anschreibe. Und hier habt ihr sozusagen den Knopf gesehen und ja, ich werde jetzt ein bisschen chillen mit ihr, weil nachher bringe ich das Ducky nach Hause. Und ja, vielleicht sehen wir uns nachher auf der Wiesn, weil ich gehe wahrscheinlich auf die Wiesn. Und sonst, ja, was machst du? Wahrscheinlich auch auf die Wiesn. Hast du einen Dirndl? Ja, klar. Oh. Hast du die Dosen? Ja, ich habe auch die Dosen. Aber du musst ja noch mal nach Hause, oder? Nee, ich fahre zu meinem Freund, hab dort meine Sachen. Ah, okay. Alles ja. Schon fertig. Okay, gut, dann sehen wir uns später vielleicht. Yeah.